Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei das große Basteln reinschaltet. Heute geht es weiter mit Deko fürs Fenster. Wer kennt es nicht von euch noch aus der Kindheit? Fensterbilder mit Transparentpapier. Jetzt mal ein bisschen so nach hinten, dann könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Und das möchte ich einfach heute ganz schnell und einfach mit euch nochmal in Erinnerung rufen. Ihr könnt euch, wenn ihr habt, mit einem Plotter wunderbar natürlich. Solche Sachen ausdrucken, das heißt aus Tonpapier. Wer nicht hat, kann sich sonst Vorlagen auch aus dem Internet suchen und die auf Tonpapier übertragen. Oder es gibt sicherlich auch schon Vorlagen, die man kaufen kann. Dann braucht ihr ganz simpel dafür verschiedenes Transparentpapier, Kleber und nochmal eine Schere. Und natürlich Bänder zum Aufhängen. Ich habe jetzt hier noch ein paar verschiedene Motive liegen wie zum Beispiel eine Biene, Marienkäfer haben wir schon gemacht, passt ja. Im Moment habe ich ja recht viel Sachen euch gezeigt, Videos gezeigt zum Basteln mit Marienkäfern. Jetzt hatten wir vor kurzem auch mit einer Biene gemacht, das können wir hier nochmal haben. Total süß, die Raupe Nimmersatt ist noch mit dabei. Also ich hier habe, eine Schnecke habe ich noch liegen und eine Libelle, immer doppelt, erkläre ich euch auch gleich warum. Und ich habe hier noch ein Schmetterling liegen. Ich glaube, mit dem würde ich jetzt auch erstmal weitermachen. Unser Marienkäferchen darf erstmal zur Seite. Doppelt aus dem Grund, ihr könnt es natürlich auch nur mit einer Seite machen und hier bekleben und praktisch die nicht beklebte Seite dann aufhängen. Aber wenn ihr es ins Fenster hängt, nach vorne sieht es schön aus, innen ist es fui. Ne? Also. Deswegen würde ich dann immer noch eine zweite Seite draufkleben, damit es einfach von beiden Seiten auch schön anzusehen ist. Ja, ihr kennt es noch als Kind. Man hat es dann vielleicht ein bisschen gerissen und dann draufgeklebt, wie man mag. Ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher. Ich habe hier schon Vierecke und würde jetzt einfach mal gucken, ob so ein Viereck jetzt auch gerade hier drauf passt. Würde ich jetzt zum Beispiel diesen halben Flügel einfach wirklich mal mit rot bekleben. Ganz einfach, nehme ich jetzt hier den Bastelkleber von Fritz dazu. Und ich habe immer noch ein Tuch dabei, nachher zum festdrücken, damit dann der Kleber nicht irgendwie am Finger dann festhängt. Das heißt, wir geben jetzt ganz simpel auf den Tonpapier auf das Tonpapier Kleber drauf. Es muss nicht viel sein, der ist wirklich sehr haltbar, wenn ihr den nutzt. So dass überall ein bisschen was ist. Und legen dann unser, Tonpapier, äh, unser Transparentpapier schon drauf. Gucken, dass es auch überall hinkommt. Und drücken es einfach einmal fest. Aufpassen, dass das ähm, Transparentpapier sich dabei nicht zu dolle verzieht. Deswegen reicht es einfach drauf drücken ein bisschen. Platz schieben das ganze. Und dann schneiden wir jetzt einfach noch mal das überschüssige Material von dem Transparentpapier ab. Und dann haben wir schon den oberen Flügel fertig. Wie gesagt, wenn ihr es mit den Kindern macht, lasst sie reißen das Papier, das macht ja dann richtig Spaß. Auch mit den älteren Leuten, je nachdem mit wem ihr jetzt bastelt, einfach reißen lassen und verschiedene Farben auf die Ebenen bringen, auf die Flügel bringen oder was ihr auch nutzt gerade, welches Motiv, dann sieht das ja noch richtig schön bunt aus. Ich würde es jetzt nur einmal praktisch relativ schnell machen, in Anführungszeichen, um euch einfach diese Idee aus unserer Kindheit, Mensch, das haben wir doch alle mal gemacht, wieder in Erinnerung zu bringen. So, dann nehmen wir mal auf der unteren Seite noch lila, sieht bestimmt auch sehr schön aus. Einmal gucken. Von der Größe passt das auch. Gehen wir auch einfach wieder den Kleber drauf. Wie gesagt, macht es nicht zu dick, der braucht nicht viel, weil sonst quillt einfach zu viel an den Seiten raus und dann verschmiert er euch alles. Und das wäre einfach ja schade drum. Dann so den kleben wir jetzt auch wieder drauf. Einmal wieder mit unserem Papier einfach drüber gehen. Und warum sollen wir nicht auch schöne Sachen aus unserer Kindheit mit unseren Kindern basteln, zum Beispiel noch? Oder auch einfach für uns selber noch mal schöne Deko ans Fenster bringen? So. Ja, man braucht auch gar nicht bis zum äußersten Rand mit dem Kleber gehen. Oder auch nicht mit der Folie, dass die nicht so groß übersteht, dann auch. Sonst muss man zu viel nachschneiden. Je nachdem, wie man das halt macht. Ich werde die anderen Motive morgen oder die nächsten Tage mit dem Bastelkind noch mal zusammen dann schön bekleben und dann haben wir auch glaube ich langsam unsere Fenster schön voll geschmückt. Wir haben ja jetzt in den letzten Videos ganz viel gemacht mit euch, was man an die Fenster so ranbringen kann für den Sommer. So, jetzt haben wir schon, wenn ihr guckt eine Seite fertig. Hier ist das, was ich gesagt habe, wo der Kleber so ein bisschen durchkommt. Den nehmen wir noch mal ein bisschen mit dem Tuch einfach runter. Aber wenn der trocknet, dann sieht er den auch nicht mehr. Das ist also nicht schlimm. Während ich hier noch so ein bisschen gucke, welche Farbe wir jetzt als nächstes nehmen, denkt einfach mal dran, wer noch nicht hat, abonniert gerne meinen Kanal, drückt vor allem die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn ich ein neues Video hochlade und gerne liken und kommentieren das Video. So. Genau, hier gehen wir so ein bisschen schräg, dann passt das mit dem grünen auch. Und immer dran denken, ihr braucht wirklich von diesem Bastelkleber nicht viel, der wirklich nur so eine dünne Schicht drauf machen. Und das reicht schon vollkommen aus. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen aufpassen, weil das hat man jetzt ein bisschen schräg gerade gemacht. Ja, so, dass auch alles bedeckt ist. Das haben wir doch alle bestimmt in der Kindheit auch alle mal gemacht, ne? Solche Fensterbilderchen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob das einfach für euch auch so eine Kindheitserinnerung ist. Bin ich mal ganz gespannt auf eure Antworten. So, hier schneiden wir das auch noch mal ab, das Grün. Hebe jetzt die kleinen Streifen auch auf, damit kann dann das Bastelkind ja auch noch mal ein bisschen auseinanderreißen und dann die anderen Figuren, die wir hier noch liegen haben, mit schön machen. So und unternehmen wir mal Blau dazu auch von der Größe drauf. Und da kann man halt gucken, im Internet findet man ja ganz viele Motive und sowas, was man dann nutzen kann. Schneidet euch aus aus Papier, erstmal legt es auf Tonpapier drauf und paust es dann in Anführungszeichen ab, das Ganze, ne? Wer jetzt halt nicht den Luxus hat, ein Lotter zu Hause zu haben. Im Plotter ist es natürlich einfacher, dann habt ihr das gleichmäßig alles. Aber das hat ja nun nicht jeder von euch automatisch zu Hause stehen. So, dann schneiden wir auch das Blaue nochmal zurecht. Und so schnell könnt ihr dann auch wieder schöne Fensterbilder machen. Und das kann nun wirklich jede Altersgruppe natürlich auch basteln. Und das ist sicherlich auch für unsere Alltagsbegleitungen, die jetzt schauen, ganz toll für ihre Kunden. Wie aber auch Kindergärten in den Schulen könnt ihr das basteln. Und natürlich sollte sowas auch einfach zu Hause basteln, ob ihr es macht oder ob ihr mit den Kindern, mit den Enkelkindern das macht. Und da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Im Herbst kann man damit natürlich auch schön Laternen basteln, zum Beispiel. Mal gucken, da habe ich dann schon eine Idee, die möchte ich euch noch nicht sagen, was ich für das Bastelkind basteln möchte, für eine Laterne. Schauen wir mal, ob das klappt und ob das dann bis dahin immer noch ihr Lieblingstier ist. So, jetzt haben wir praktisch die eine Seite. Ne? Wenn ihr jetzt guckt von der Seite, sieht es ganz hübsch aus. Man sieht halt nicht die Ränder und sowas. Und von der Seite würde ich es jetzt nicht so schön finden, wenn das jetzt nach drinnen zeigt weil man einfach hier die aufgeklebten Ränder sieht. Deswegen mache ich es immer, dass ich zweimal das ähm, nehme, das Motiv und dann praktisch das zweite Mal dann noch oben drauf gebe. Deswegen gehen wir jetzt noch mal überall mit dem Kleber lang, so dass wir dann den anderen Schmetterling auch gleich noch draufkleben können. So, genau gleich haben wir es überall ein bisschen was drauf, und dann wird es halt ein bisschen krummelig, dass man genau aufpasst, dass das auch übereinander kommt. Aufpassen, dass ihr jetzt noch nicht groß drauf drückt, weil jetzt könnt ihr es noch alles ein bisschen verschieben. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus, und dann fangen wir wieder an einfach drüber zu streichen. Neben durch mit dem Tuch halt auch gleich, falls Kleber rauskommt, den noch ein bisschen auf und können dann einfach noch mal kurz in die Ränder gehen wenn da noch ein bisschen Kleber zu sehen ist und den abnehmen, aber wenn der getrocknet ist, dann sieht man ihn eigentlich auch nicht mehr. So und zum Aufhängen suchen wir uns jetzt einfach ein Stück Faden, machen den durch das Loch, also da gucken, dass er darauf achtet, dass die auch ein Loch haben die Motive. Könnte ansonsten ja auch mit einem Locher zum Beispiel machen oder mit so einer Nietenzange. Ich mache jetzt hier mal keinen Knoten rein, weil ich das nachher um den Ast rumwickeln möchte. So, und schon haben wir einen schönen Schmetterling. Und wo ist unser Marienkäferchen? Und Marienkäfer, schön in bunten Farben hergestellt. Für mich ist es einfach eine Kindheitserinnerung und ich dachte, ich will möchte sie euch auch mal wieder nahe bringen, dass ihr vielleicht sowas schnelles, einfaches mit den Kindern auch noch mal nachbastelt. Ja, das war jetzt einfach mal ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Ihr schaltet dann das nächste Mal auch wieder bei das große Basteln rein. Denkt einfach dran, wer noch nicht hat, drückt die Glocke, dann werdet ihr automatisch ähm, informiert, wenn ich wieder ein Video hochlade. Abonniert mich sehr gerne, liked das Video, lasst einen Kommentar da und super wäre natürlich, wenn ihr es auch noch teilt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut und bis bald wieder. Tschüss!